Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Ich bin Sonja von Kreativ mit Sonja und ich habe euch heute eine kleine Box mitgebracht, so ganz im Sinne von Nikolaus, der ja bald ist, haben wir hier so die Möglichkeit, in dieser kleinen Box zwei so kleine Küsschen oder ähnliches zu verstecken. Ich drehe euch mal um. Und dann können wir auch gleich anfangen zu basteln. So, jetzt sollte alles gut im Bild sein. Ich zeige euch die Box nochmal. Das ist ein bisschen schief. So, ich zeige euch die Box nochmal. Die ist also dann zusammengefaltet. So. Und geht dann auf und hier könnt ihr das reinmachen. Eigentlich ist das so eine abgewandelte Form von einem Explosionstäschchen. Ja, und ich habe mir dafür ausgesucht das wunderschöne Papier Malerische Weihnacht. Da haben wir ja die verschiedenen Designs und ich nehme heute dieses. Allerdings nehme ich die Rückseite davon, damit ihr nämlich besser sehen könnt, wie das gearbeitet ist. Wir brauchen ein Stück Designpapier in den Maßen 13 x 14 cm. Wir brauchen ganz dringend ein Lineal, ein Falzbein, einen Bleistift, das Falzbrett und was wir noch brauchen, brauchen einen Kreis, mit dem wir dann eine Markierung ziehen können. Und zwar habe ich hier den größten Kreis genommen aus dem Stanzenset Lagenweise Kreise. Ja, das war es, glaube ich, eigentlich auch schon. Das Lineal können wir noch mal beiseite packen. Wir fangen an mit dem Falzbrett. Jetzt hängt hier das Band drin. So. Und zwar nehmen wir unser Designpapier, legen es mit der kurzen Seite an und die kurze Seite wird beidseitig gefalzt bei 3,5 cm. Und an der langen Seite legen wir es an bei 5,2 cm und falzen dann aber nur zwischen den beiden Falzlinien. Nur zwischen den Falzlinien. Und das machen wir auf der anderen Seite dann auch. Legen wir wieder an bei 5,2 und falzen wieder nur zwischen den beiden Linien. Und dann kann unser Falzbrett auch schon weg. Dafür brauchen wir jetzt unser Lineal. Als erstes markieren wir uns an der langen Seite mit dem Bleistift die 7 cm. Können wir auch ruhig einen kleinen Strich machen, weil das nachher auf der Innenseite ist und wir da sowieso was wegschneiden noch. Auf beiden Seiten die 7 cm. Dann markieren wir uns auf den Falzlinien rechts und links 1,3 cm. Machen wir auch einen kleinen Punkt dran. Und hier machen wir das auch. Dann nehmen wir uns unseren Kreis als Schablone und ziehen hier eine Verbindung zwischen den beiden gesetzten Punkten auf beiden Seiten. Denkt dran, dass der Bleistift auch immer noch
einen gewissen Platz benötigt. So, dann nehmen wir einen, ja, wie heißt das Ding? Stift. Fällt mir jetzt gar nicht ein, wie der heißt. Und verbinden hier auch noch so diese beiden Punkte miteinander. Da wir das hier aber nachher falzen müssen, nehmen wir jetzt also dieses Gerät dazu. Mir fällt jetzt tatsächlich nicht ein, wie das heißt. Das machen wir auch auf beiden Seiten. Eigentlich geht das wirklich ganz schnell, dieses kleine Täschchen. Und man kann es in vielen Ausführungen machen. Also in Mengen, meine ich. Ich mache das jetzt zum Beispiel für die Kollegen von meinem Mann. Brauchen wir ein paar mehr. So, jetzt brauchen wir nochmal unseren Bleistift. Und wir verbinden diesen Schnittpunkt, den wir hier haben, mit der Markierung der 7 cm. Und das machen wir an allen 4 Seiten. Hier auch noch. Ich hoffe, dass mir jetzt der Bleistift nicht wieder abbricht. Ich habe vorhin eine Ewigkeit gebraucht, um den anzuspitzen, weil das immer wieder abgebrochen ist. Ich habe schon befürchtet, der hätte keine Mine mehr dran. So. Und dann nehmen wir uns nochmal dieses Gerät. Und jetzt verbinden wir den Punkt der 7 cm mit dem Schnittpunkt der beiden Falzlinien, also mit 3,5 und 5,2, was wir angesetzt hatten. Und das machen wir auch auf allen 4 Seiten. So, dann hier nochmal. Und hier auch nochmal. Und dann haben wir eigentlich auch schon das meiste geschafft. Wir schneiden jetzt an den Bleistiftlinien entlang die überstehenden Reste weg. Mal gucken, dass es schick wird, dass es schön rund wird. So. Wenn ihr da zu viel vom Bleistiftstrich noch zu sehen habt, könnt ihr die natürlich auch wegradieren. Da verzichte ich jetzt mal drauf. Jetzt wird diese lange Falzkante nachgefalzt auf der anderen Seite auch und hier falzen wir natürlich nur diese kleine Linie nach, also zwischen den beiden Falzlinien, andere Seite auch. Wenn ihr Papier erwischt, was dunkler ist, wo man die Falzlinie nicht so sieht, da könnt ihr natürlich auch, bevor ihr diese Markierung an den Seiten setzt, die Falzlinien schon mal nachziehen. So, dann haben wir noch hier an den Dreiecken die Falzlinien. Und hier auch.
Und was wir jetzt noch als Falzlinie brauchen, sind diese Punkte, weil wir diese entstandenen Dreiecke nach innen falzen. Aber wenn ihr das zusammenklappt, dann entstehen die schon von ganz alleine. Ihr braucht die praktisch wirklich nur so zusammenpacken. Mal gucken, dass man das auch sieht. Und dann drückt ihr hier die entstandene Falzlinie nach. Das geht auch wirklich ganz einfach, weil wir das hier vorher schön gefaltet haben. Ihr drückt hier praktisch innen drin die Falte zusammen. Könnt ihr nochmal mit dem Falzband nachziehen? Meine Güte. So. Ist also tatsächlich ganz flink. So, was wir jetzt noch machen müssen, diese Halbkreislinie noch mal ein bisschen nachfalzen. Auch auf beiden Seiten natürlich. So, und dann haben wir eigentlich unser Täschchen schon fertig. Dann nehmen wir uns noch ein Band. Ich habe hier vorbereitet so, naja, 40 cm. Ich habe das bei diesem ersten Kästchen, bei dem Mustertäschchen nicht festgeklebt. Aber ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, es ist doch schöner, wenn man das so ein bisschen befestigt. Dafür nehme ich mir jetzt ein Stück doppelseitiges Klebeband. Mal sehen, wo der Anfang ist hier. So, da reicht auch ein ganz kleines Stückchen. Das klebe ich mir dann hier auf den Boden rauf. Schutzfilm abziehen. Das war ein bisschen fummelig, wisst ihr ja. So, dann mache ich mein Täschchen wieder zusammen. Und das, jetzt müsst ihr natürlich drauf achten. Nee, müsst ihr noch nicht, ist egal. Jetzt legt ihr das Band dann so hin. Und, oh, jetzt hätte ich es doch beinahe falsch gemacht. So rum und setzt das Täschchen auf. So, klebt das auch gut. So, wenn es jetzt zusammenbindet, dann müsst ihr natürlich darauf achten, dass diese Seite hier, wo ihr es rumklappt, nach hinten zeigt. Könnt ihr euch ja noch entscheiden, welche Seite ihr lieber oben haben wollt. So, dann könnt ihr das zusammenbinden. Hm. Ja, Schleifenbinden vor laufender Kamera ist nicht so meins. Ich setze die Schleife dann auch so ein kleines bisschen nach vorne an. Ja, ich sage es ja, Schleife binden vor Kamera. So, schick. Ich lasse die auch gerne mal noch ein bisschen länger, die Schleifchen, weil ich die ja nachher noch befüllen möchte. Ihr könnt jetzt hier natürlich die Bänder so ein bisschen abschrägen, damit das schicker aussieht. Ja, und dann ist unser Täschchen auch schon fertig. Also ihr habt gesehen, das geht wunderbar schnell. Ich drehe euch mal wieder um. Ja, ihr habt gesehen, es geht wunderbar schnell. Es ist eine kleine Aufmerksamkeit zum Nikolaus. Ich finde es wunderschön. Ansonsten haben wir hier die Explosionstäschchen, die ich weiß gar nicht, ob ich die euch schon mal gezeigt habe. Die können wir auch gerne nochmal machen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt natürlich alle Maße nochmal bei mir auf dem Blog sehen. Ja, die Adresse meines Blogs kreativ-mit-sonja.de. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr Spaß hattet heute mit mir, dass ihr den Beitrag liked, dass ihr ihn vielleicht auch teilt. Und besonders würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert.
und das Glöckchen einschaltet. Das passt jetzt ganz passend, damit ihr keine Sendung verpasst. Wir bekommen jetzt nämlich auch gerade eine Sendung, ein Paket. Also das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.